Hallo und herzlich willkommen zum Konzert des The String Orchestra im Rahmen des Clinch Festivals. Das Clinch Fest, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich bin Kate Dehn, ganz kurz noch vorweg, und sage jetzt noch ein paar kurze Worte zum Clinch Festival generell. Das Clinch Festival ist ein Festival für postmigrantische und postkoloniale Auseinandersetzungen, widmet sich den Themen Antirassismus und bietet Raum für Empowerment, für Diskussionen, Workshops, verschiedene Formate und für auch künstlerische, aktivistische oder auch theoretische Auseinandersetzungen mit den gerade genannten Themen. Das Clinch Festival findet dieses Jahr zum dritten Mal statt. Das gibt es schon seit 2016. Es wird veranstaltet vom Kulturzentrum Pavillon in Hannover. Und ein Teil des ganzen Programms ist heute das wunderbare Konzert des The String Orchestra aus Berlin. The String Orchestra gibt es auch seit 2016. Es ist ein ganz besonderes Orchester, denn das Orchester besteht aus BPOC und hat sich außerdem und spielt außerdem ausschließlich Komponistinnen, die auch BPOC sind. Daher ist es so in der Form sehr einzigartig. Das Orchester wurde von Daniel Doth gegründet 2016, mit der ich nachher im Anschluss an das Konzert auch noch ein paar Worte sprechen werde. Genau. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir vier wunderbare Werke hören, vier wunderbare Komponistinnen heute hören werden, die ich jetzt ganz kurz auch noch einleite, die ich aber ablesen muss. Wir hören als erstes von Heitor Villa-Lobos aus Brasilien, von den Bachianas Nummer 4, das Preludio. Dann geht es weiter mit einem Quartett in H-Moll, Allegro und Andante von Teresa Carreño aus Venezuela. Im zweiten Teil hören wir Primavera und Inviano der Four Seasons of Buenos Aires von Astor Piazzolla aus Argentinien und am Ende dann eine Fuga con Paraíso von Aldemaro Romero auch aus Venezuela. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören und bis später.
machen jetzt weiter mit dem nächsten Stück, dem Quartett in H-Moll, Allegro und Andante von Teresa Carreño aus Venezuela. Dann Hallo Kate. Hi. Ein paar Worte, solange wir umbauen. Also gespielt haben wir gerade Villa-Lobos. Ich guck dich an, ich guck die Kamera, ich guck dich an. Ich guck dich an. haben wir gerade einen ganz tollen Komponist aus Brasilien gespielt, Bachianas. Frederico, habe ich das richtig? Bachianas? Bachianas. Bachianas. Das ist eine Serie aus, ich glaube, 6 oder 8 Stücke, die eine Hommage an Bach sind, eigentlich. Cool. Und mit so verschiedenen Teilen. Jetzt haben wir gerade ein Prälude gehört. Mhm. Und es folgt eigentlich noch ein Choral und das Stück geht auch noch weiter und weiter. Mhm. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt von Bachianas Nummer 4. Sehr bekannt ist auch die Nummer 5, die auch für Stimme ist, von Stimme und Ensemble. Planen wir auch zu spielen irgendwann. Und, was spielt ihr als nächstes? Was als nächstes kommt, ist Teresa Carreño, eine ganz tolle Komponistin des 19. Jahrhunderts, die nicht nur großartig komponiert hat. Es klingt sehr romantisch. Die Brahms-Fan werden auch so einige brahmschen Einflüsse erkennen. Mit sehr gewagten Harmonien und Synkopen. Das ist wirklich eine total unterschätzte Komponistin aus Venezuela. Und darüber hinaus war sie auch sehr politisch aktiv, involviert in der Revolution mit Simón Bolívar. Also es ist eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Können wir vielleicht nachher nochmal später noch drüber sprechen. Teresa Carreño, merkt ihr euch das? Genau, cool, danke. Thank you.
Bevor wir gleich mit dem dritten Komponist weitermachen, machen wir jetzt eine kurze Pause von circa 10 Minuten, weil umgebaut werden muss. Genau, die werde ich jetzt nicht mit Quatschen füllen, aber was ich vorhin in der Aufregung und im Scheinwerferlicht vergessen habe zu sagen, ist, dass das Clinch Festival noch bis zum 24. Mai digital stattfindet und ihr euch das ganze Programm natürlich online auch angucken könnt und teilnehmen könnt. Es gibt super viele spannende Lesungen, Diskussionen, Workshops. Genau, und ja, das wollte ich noch erwähnen und wir machen dann in 10 Minuten weiter.
Thank you.
Thank you.
Das war's leider schon, das tolle, tolle Konzert, das String Orchestra. Ich durfte vorhin bei den Proben schon ein kleines bisschen zuhören, aber das jetzt so live zu erleben, war auf jeden Fall toll. Ihr seht sie nicht, ich sehe sie aber, deswegen gucke ich so rüber. Ich freue mich, dass ich jetzt gleich noch mit Daniel sprechen kann, der ich noch ein paar Fragen stellen werde. Du kannst auch gerne schon zu mir kommen, Daniel. Und ich sage schon mal, glaube ich, im Namen aller ZuhörerInnen danke an das tolle Orchester, was wir gerade hören durften. Genau. Also. Bevor es weitergeht, wollte ich vielleicht erstmal die ganz tolle MusikerInnen vorstellen. Sehr gerne. Ja. Und zwar, wir haben Nadja hier ganz hinten. Dann Adu an der Bratsche. Dann Yassin, immer noch Bratsche. Angela Cello, Federico Cello, Nene Violin, Ellie Violin und unsere Konzertmeisterin und Solistin Sarah. Ja, ich wollte schon mal, sind ganz tolle Leute und vielen Dank. Yeah. Ich glaube, ihr seid entlassen. Ihr könnt nach Hause. Wie geht's dir, Daniel? Bist du erschlagen oder? Nee, ich bin ganz voller Adrenalin. Ihr könntet noch weiterspielen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sind tolle Stücke. Ich meine, ja. Da kann man aufhören. Das ist toll. Cool. Ja, du hast ja das tolle Projekt gestartet. Du bist ja selber Musik- und Theaterwissenschaftlerin, hast an unzähligen Unis gelehrt, aktuell auch in Berlin. FU, ja. Wenn es wieder losgeht, ja. Ja. Magst du so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, dass du das The String Orchestra überhaupt ins Leben gerufen hast? Ich hatte ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass es ein BPUC, und man konnte es jetzt ja auch sehen, Orchester ist und dass ihr aber eben nur Stücke von auch BPUC-Komponistinnen aufführt. Vielleicht, wir haben ja ein bisschen Zeit, du darfst ausholen. Wie viel Zeit haben wir? 10 oder 15? Ein bisschen. Bisschen. Ja, ja, gestartet hat das, als ich zum ersten Mal in Berlin eine andere schwarze Geigerin kennenlernte, Alena Represents. Und zusammen wollten wir eigentlich Kammermusik spielen. Dafür habe ich, also wir brauchten noch Bratsche und Cello, dafür habe ich noch eine Anfrage online gestellt und erstmal gefragt, okay, es gibt so, wir wollen gerne zusammen Musik spielen, gibt es andere schwarze POC-Streicher in Berlin? Nein, habe ich nicht mal in Berlin damals, überhaupt. Und auf diese Anfrage kam so eine Welle an Antworten aus Münster, Hamburg, Nürnberg, was weiß ich. Auf jeden Fall ganz viele Leute, auch nicht nur Streicher, es gab Oboe, es gab sogar ein Horn. Mhm. Ganz viel begeisterte Menschen, die vereinzelt waren und sehr gerne mitspielen wollten. Das hat mir sehr gefreut, einerseits, aber auch andererseits, das ist ja andererseits traurig gemacht, da habe ich gemerkt, okay, ich bin nicht die einzige Person, die sich sehr gern danach sehnt, einfach in einem Kontext zu spielen, wo mitten im Stück du nicht gefragt wird, woher du kommst einfach dich entspannen kannst. Ja. Das ist, das verlangt sehr viel Konzentration und sehr viel Übungen und wenn du da ankommst und einen nicht so wohlwollenden Kontext oder das reicht einfach so einfach eine blöde Pultnachbarn. Ja, ihr habt gesehen, wir sind sehr nah aneinander. Wir müssen sehr viel miteinander kommunizieren. Da macht es schon sehr, sehr viel aus, mit wem man da mitspielt. Und ich wollte mit Menschen spielen, mit denen ich mich wohlfühle. Mhm. Und so hat das gestartet. Cool. Und wie kam es, dass du dich dazu entschlossen hast, dass ihr auch ausschließlich BPUC-Komponistinnen spielt? Ah, das ist die andere Seite. Das ist meine musikwissenschaftliche Seite. Ja. Das ist ein längeren Prozess. Das ist nicht nur so 5 Jahre her. Das habe ich schon so 10, 15 in den letzten Jahren sehr, sehr vermisst, dass immer einfach die gleichen Menschen gespielt werden. Mhm. Ich vermisse, also ich mag Mendelssohn und Bach und so alles, aber ich vermisse ein bisschen die ganz andere tolle Komponistinnen, die da nicht gespielt werden. Und das ist bei mir so, ich glaube, 2011 hatte ich schon mal so eine größere Reihe über Saint-Georges, der französische Komponist, der mittlerweile mehr gespielt wird, aber er ist nicht der Einzige. Es gibt halt schwarze und POC-Komponistinnen, die nicht gespielt werden. Das ist eher die, genau, aus musikwissenschaftlicher Perspektive wollte ich
mehr Menschen aus einer ähnlichen Epoche spielen, um zu zeigen, was da an Bandbreite möglich ist innerhalb von einer Epoche. Ja. Cool. Das ist total spannend auf jeden Fall. Cool. Aber ja wahrscheinlich auch sehr schwierig, Komponistinnen überhaupt zu finden, oder? Also du beschäftigst dich jetzt natürlich aus deiner, wegen deines Backgrounds da schon länger mit, aber wie machst du das? Richtig. Vielleicht kannst du es auch. Ja, das ist schon richtig. Das verlangt sehr viel Zeit. Also es gibt noch zwei weitere MusikwissenschaftlerInnen in unserer Gruppe. Es gibt noch Nene und Gina. Wir sind zu dritt jetzt, also werde ich auf jeden Fall das komplett ausnutzen. Es ist schwierig, es verlangt sehr viel Zeit. Also wir wissen, wo wir suchen sollen, mindestens welche Enzyklopädien und welche Lexikas da sind. Aber da kommt das zweite Problem, wenn wir überhaupt eine Person gefunden haben und zufälligerweise auch nur eine Aufnahme davon gibt, was nicht immer der Fall ist, dann müssen wir noch an Noten kommen. Ja. Und das ist schwierig. Das ist auf jeden Fall eine größere Arbeit. Also jetzt konkret für Teresa Carreño. Als ich habe eine Aufnahme von ihr gefunden, die nicht so ganz toll war. Und dann habe ich gleich nach den Noten gesucht und etwas, was von dem Public Domain gefunden. Das heißt, das ist online freigestellt, aber natürlich mit Nachteil, dass also es fehlt einiges, es gibt keine Taktzahlen, es gibt manchmal Fehler. Das sind halt so Menschen, die versuchen, diese Musik zugänglich zu machen, aber es ist ein bisschen wie Kopist des 18. Jahrhunderts. Das ist natürlich nicht alles so 1:1. Ja. Es fehlen manchmal so Vorzeichen oder das ist halt nicht optimal. Aber das ist jetzt der Fall für Carreño gewesen. Also keine Partitur, wir können nicht überprüfen und so, wir müssen das selbst machen. Das ist halt Arbeit. Ja. Und du hattest ja vorhin schon gesagt, dass Teresa Carreño auch selbst politisch aktiv war. Ja. Ist das dann nochmal so ein Mehrwert, dass du sagst, okay, Fall. Dann spielen wir genau sie oder auf setzt du dich Fall. So auseinander mit den Hintergründen also, der Komponistin? Also das war nicht so, dass ich genau danach gesucht habe, das ist eher danach, also ich hatte durch Romero, wollte ich mehr Komponistinnen aus Venezuela finden und als sie rauskam und ich festgestellt, dass sie total bekannt ist in Venezuela, genauso wie Romero, nur hier halt nicht, habe ich natürlich biografisch geschaut, was sie so gemacht hat und war geflasht. Ich wusste das selbst nicht. Also ich lerne auch selbst über die KomponistInnen während der Recherche. Ja. Und es muss nicht sein, aber wenn die Menschen auch noch politisch aktiv sind, das ist fantastisch. Ja. Und sie war, also sie ist teilweise von der Familie von Simon Bolivar und war aktiv und also es ist eine ganz tolle Person, wirklich sehr vielfältig. Und durch Persönlichkeit wie Teresa Carreño kann ich auch wieder thematisieren, dass Kunst nicht eine Bubble ist, l'art pour l'art, sondern für mich macht Kunst nur Sinn, wenn es eine gesellschaftliche Position ist. Und Teresa Carreño ist ein gutes Beispiel dafür. Ja. Danke. Hast du denn das Gefühl, dass sich so in der klassischen oder dass sich in der klassischen Musik generell oder auch auf Konzerten was am Repertoire ändert? Oder ist es nach wie vor, seid ihr tatsächlich das einzige Orchester, was sich so diesen Furz also mit dem Schwerpunkt KomponistInnen of Color und schwarze KomponistInnen kenne ich jetzt keine andere Person. Ja. Es gibt zwar Ensemble, die aus schwarze Personen und POC-Personen bestehen, aber der Fokus liegt nicht unbedingt auf schwarze KomponistInnen. Also ich wünsche mich auf jeden Fall viel mehr. Es kommt vielleicht noch, vielleicht kenne ich auch nicht alle, bundesweit oder in Österreich oder Schweiz oder was weiß ich. Aber von den Ensembles, die ich kenne, sei es hier in Deutschland oder in den UK oder Frankreich, nee, vergiss Frankreich, ja, selbst wenn Menschen sich zusammentun, der Fokus ist nicht unbedingt auf schwarze und POC-Komponistinnen. Und ich wünschte mir, dass es mehr der Fall wäre. Ja, ich mir auch. Kann man denn bei euch mitmachen? So? Ja, kann man bei euch okay, mitmachen? Du kannst mitmachen, weil du Geige spielst und ich dich schon mehrmals geoutet habe. Du bist wusste, sehr willkommen. Kommt. Aber jetzt für alle, die da draußen zuschauen, seid ihr euch ständig am Vergrößern oder? Oh, ständig, also schön wäre es. Schön wäre, also wir wünschen uns natürlich immer Verstärkung, ganz besonders Kontrabasse. Also Kontrabasse der Welt, Deutschland und Berlin besonders. Kommt vorbei. Wir haben großes Interesse an Kontrabässe. Aber sonst überhaupt Streicher. Ja, super gerne. Kommt vorbei. Und auch du, Kate, kommt vorbei mit Geige. Ja. Aber so ihr seid ja in Berlin. Ne? Also wir sind in Berlin. Das ist tatsächlich
Also sobald wir uns auch so gefördert und, oh. Ja, gleich. Gleich. dann können wir das auch leisten, dass wir Menschen auch bundesweit auch finanzieren können, ja. dass wir uns treffen. Also wir sind kein Projektorchester, das sind so einmal so für 6 Monate, wir treffen uns schon regelmäßig. Ja. Und so, wir haben 2 Konzertphasen, meistens in November, eine andere im Sommer. Und jetzt natürlich ganz anders. Aber so, wenn irgendwann in 5 Jahren wieder analog musiziert werden kann, dann machen wir das auch so. Und du hattest aber ja auch gemeint, dass du, als du diesen Aufruf gestartet hast, sich ja tatsächlich voll viele Menschen aus ganz Deutschland gemeldet haben. Ne? Das heißt, ist ja vielleicht nochmal so eine wichtige Message auch nach draußen, dass es vereinzelt ganz viele Menschen gibt, die eigentlich musizieren wollen, die in ihrem Kreis, in ihrer Community oder mit PPC musizieren wollen, dass man sich ja eigentlich nur finden muss erstmal und also, da seid ihr. Es gibt Initiativen, das möchte ich betonen, wir sind nicht die Einzige, es gibt in Hamburg, es gibt Pamela, die Klarinettistin ist, es gibt in München ein Trio aus Querflöte und jetzt gerade habe ich den Namen vergessen, aber es sind Menschen, das ist nur 2 Beispiele, ja. aber ich kenne auch nicht alle und von der jüngeren Generation kann ich mir vorstellen, dass Menschen auch vielleicht politischer oder engagierter sind und sofort den Link machen, so POC zusammenspielen, also ich bin da sehr hoffnungsvoll, was das angeht und ich kann auch nur sagen, ich kann hier nur stehen, weil davor Menschen von mir natürlich die Arbeit gemacht haben, die ganzen Aktivistinnen und die ganzen Menschen, die für Rechte und gekämpft haben. Ja, ohne den wäre ich nicht da, ganz sicher nicht. Und ja, das dafür muss ich mich auch bedanken. Ja. Und wo geht die Reise hin? Du hast ja gerade schon so was Kleines angeteasert, was ich nicht vorwegnehmen wollte. Du kannst es gerne sagen. Ich habe gehört, du hast einen Preis gewonnen. Also nicht ich, sondern das String Orchestra. Ihr habt einen Preis die gerade, gewonnen. Yeah. Entschuldigung. Das String Orchestra hat gerade einen Tonali Award heißt das, gewonnen. Was bedeutet konkret, dass wir erstmal in die Elbphilharmonie spielen werden. Seid gespannt. Wow. Ja, wir sind auch alle schockiert. am 6. Juni spielen wir in die Elbphilharmonie. Und dann gibt es diese Award und dann mal gucken, wie es weitergeht. Das ist ja eigentlich genau das, was du dir, wir haben ja kürzlich schon mal gesprochen, dir gewünscht hast, so dieses, also A, Förderung, Sichtbarkeit, das ermöglicht euch ja wahrscheinlich dann für die Zukunft einige. Ja, aber damit habe ich auch nicht unbedingt gerechnet. Ich habe auch die Person, die das angekündigt hat, auch erstmal angefahren, also ich hatte nicht geglaubt. Einfach, das war sehr schwer. Wir haben es nicht beworben, also das war sehr, ich musste erstmal so, es muss erstmal sacken. Erstmal überhaupt die Nominierung aus der Shortlist und dann, dass wir gewonnen haben. Es ist gar nicht so lange her, dass ich das weiß. Ich bin auch emotional. es ist einfach krass. Du arbeitest so jahrelang und auf einmal so, oh, okay. Das ist schon Pizza. Aber ja, es geht nicht um mich, es geht um das ganze Ensemble. Wir sind ein Team. Mhm. Ja. Toll. Herzlichen Glückwunsch nochmal von mir und von Kai jetzt. Kann ich gehen? Ja, okay. Hey, danke, dass wir kurz sprechen konnten. Und danke nochmal an das tolle Orchester. Und ich sage auch an der Stelle nochmal danke an das Clinch Festival, an die VeranstalterInnen, die das ermöglicht haben, dass wir dieses tolle Konzert heute hier sehen konnten, hören konnten. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis ganz bald. Danke, Daniel. Danke, String Orchestra.